Oh mein Gott. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier über Ziele und über Motivation, weil ich persönlich denke, dass Ziele eine sehr, sehr wichtige Komponente im Schulalltag sind. Denn die Frage ist ja, warum sollten wir zur Schule gehen, wenn wir gar kein Ziel und gar keinen Grund haben, in die Schule zu gehen? Und es muss ja nicht nur diesen Grund geben, wir müssen uns auch diesem Grund bewusst sein. Denn nichts ist schlimmer, als in die Schule zu gehen, jeden Tag und das Ganze durchziehen zu müssen, da jeden Tag performen zu müssen, aber gar nicht zu wissen, warum. Und aus diesem Grund werde ich euch heute mal einige Ideen für Ziele vorstellen. Und nicht nur das, ich werde euch auch noch verschiedene Tipps da mitgeben, wie man sich die Ziele am besten setzen kann, wie man sie wirklich gut durchzieht. Und das alles hier in diesem Video. Ich habe das Ganze so aufgebaut, dass ich euch immer eine Zielkategorie gebe. Das ist quasi jetzt nicht nur ein bestimmtes Ziel, wie ich möchte immer eine 1 in Sport haben oder sowas, sondern wirklich eine Kategorie, in der ihr euch ein bisschen kreativ austoben könnt. Und die Kategorie könnt ihr dann selbst ein bisschen, ja, einfach ausschlachten und gucken, was in diese Kategorie für euch persönlich passt, weil ja auch Ziele immer was ganz Individuelles und Persönliches sind. Und danach gebe ich euch immer einen Tipp zum richtigen Implementieren dieses Ziels. Und ich habe schon ganz viel auf meinem Kanal über Ziele und Motivation geredet. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal für weiteren Content in diese Richtung und guckt gerne diese Videos aus der Vergangenheit noch an. Kurz was zu mir. Ich bin Lara Emily. Ich habe dieses Jahr Abitur gemacht mit einem 0,8-Schnitt. Ich sage das nicht zum Angeben. Ich sage das immer nur, damit ich halt zeigen kann, dass meine Methoden für mich funktioniert haben und dass ich sie nicht einfach so mir hier an den Haaren herbeiziehe, wenn man das so sagt, sondern wirklich, ja, eine fundierte Strategie habe und meine besten Tipps hier mit euch teile. Also abonniert auf jeden Fall, um keine weiteren Videos zu verpassen. Der allererste, ganz, ganz wichtige Tipp ist, dass man Systeme immer über oder vor Zielen priorisieren sollte. Das heißt also, wenn man sich jetzt einfach nur ein Ziel nimmt, was ich euch nachher hier vorschlage, zum Beispiel sich jetzt einfach sagt, hey, ich möchte in jeder Naturwissenschaft immer auf 1 oder 2 stehen, ist es erstmal nur ein Ziel. Erstmal eine Sache, die man sich hier formuliert, die aber eigentlich wirklich viel bringt, wenn man sich nicht einen richtigen Weg zu diesem Ziel auch sucht. Und daher müssen wir immer die Systeme uns auch vorher, ja, einfach ausdenken und Systeme haben, die wir dann noch implementieren können in unserem Alltag. Also das heißt, wirklich aktive Methoden und Schritte überdenken oder ausdenken, wie ihr zu diesem Ziel kommt. Dann, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die erste Zielkategorie sind die akademischen Ziele. Also wirklich, wenn ihr bestimmte Notenziele habt, es bezieht sich gerade darauf, wenn ihr zum Beispiel auf wichtige Prüfungen wie das Abitur, wie das MSA oder andere Abschlüsse anstrebt, sieht man eigentlich gerade mein Pflaster. Fällt mir gerade auf, ich bin vom Fahrrad gefallen. Ja, wir reden nicht drüber. Habe ich in meiner Story auch mal genau erklärt, aber egal. Beispielsweise könnt ihr ja sagen, ihr möchtet gerne einen bestimmten Schnitt erreichen oder so. Das würde ich mir nicht immer vornehmen. Zum Beispiel nicht in Lernstufen, in denen die Note nicht wirklich wichtig ist. Also ich wünschte mir sehr, ich hätte mir in den niedrigeren Stufen weniger Druck bezüglich der Noten gemacht. Aber ich habe es mir auch fürs Abitur vorgenommen und da finde ich es auch ganz sinnvoll, wenn man so einen Schnitt dafür mal vielleicht hinarbeitet. Aber natürlich sollte doch immer klar sein, es gibt sehr viele Dinge, die mit reinspielen in die Note und es ist nicht immer nur eure. Es liegt nicht immer nur in eurer Hand, was von der Note letztendlich rauskommt. Deswegen kann man sich auch akademische Ziele setzen, indem man zum Beispiel sagt, ich möchte eine neue Sprache lernen, ich möchte dieses Fach belegen und ich möchte in dieser Sprache ein bestimmtes Niveau oder sowas erreichen. Der nächste Tipp ist, sich realistische Herausforderungen zu suchen. Ich würde euch schon dazu ermutigen, herausfordernde Ziele zu setzen, also Ziele, die aus eurer Komfortzone vielleicht draußen sind oder Ziele, die euch auf jeden Fall auch anstrengen werden. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass wenn wir uns Ziele setzen, die wir sehr wahrscheinlich nicht erreichen werden oder auf gar keinen Fall erreichen werden, weil sie nicht so realistisch sind, uns nur davon abhalten, die echten Ziele oder tatsächlich Ziele zu erreichen, weil wir dadurch nur demotiviert werden. Wenn wir immer eine Aktion haben, immer handeln und aber nie wirklich vorankommen und nie Erfolgserlebnisse haben, werden wir einfach de facto unmotivierter und wollen nicht weiter daran arbeiten. Deswegen denke ich, wenn wir kleine Schritte haben, an denen wir jeden Tag ein bisschen arbeiten und jeden Tag Erfolg sehen, kommt dann die Motivation nach einer anderen Aktion. Eine weitere Zielkategorie ist für mich immer die Organisation gewesen. Also genau zu überlegen, wie du dich am besten organisieren möchtest, ob du generell ein besser organisierter Mensch werden möchtest und wie effizient dein Notizsystem sein soll. Vielleicht möchtest du dir vornehmen, bessere Time-Management-Fähigkeiten dir anzueignen oder vielleicht, wie gesagt, bessere Notizen zu machen oder einen eigenen Schulplaner zu designen, also im Fach oder in dem Bereich Organisation kann man auch ziemlich viel sich vornehmen. Der nächste Tipp ist die Visualisierung der Ziele. Also nicht nur das Ziel im Kopf haben und wissen, was das Ziel ist, sondern wirklich das Aufschreiben. Vielleicht sogar genau festlegen, wie sich das anfühlt, was du genau erreicht
haben möchtest, also das messbar machen und vielleicht auch irgendwie Vision Boards oder sowas anfertigen, um dein Ziel vor Augen zu haben und wirklich genau zu wissen, worum es sich eigentlich handelt, worum es sich eigentlich dreht. Eine weitere Kategorie ist die soziale Kategorie. Möchtest du zum Beispiel gerne auf andere Leute zugehen? Möchtest du Freundschaften schließen in bestimmten Kursen? Möchtest du eine bessere Beziehung zu deinen Lehrern pflegen? An mehr schulischen Aktivitäten und AGs teilnehmen oder vielleicht deine kommunikativen Fähigkeiten verbessern. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Kategorie, in der man sich viele Ziele setzen kann. Ich meine auch gerade so in den Kategorien irgendwie Aktivitäten, AGs, Projekte, an denen man mitwirken kann. Wäre vielleicht nochmal eine extra Kategorie, aber für mich fällt sie auch ein bisschen nur das Thema Soziales, weil man da ja auch meist mit anderen Leuten zusammenarbeitet und das ein ganz großer Punkt ist in dieser Kategorie. Dann ist der nächste Tipp Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Denn oft nehmen wir uns Ziele vor, das kenne ich selbst auch, und dann klappen sie nicht oder uns werden Steine in den Weg gelegt und es ist sehr schwer, sie wieder zu entfernen. Und da würde ich euch einfach raten, wirklich flexibel zu sein und Ziele in den ersten Wochen ein bisschen anzupassen. Außerdem ist es auch auf jeden Fall unvorhersehbare Herausforderungen geben. Das gibt es immer und auch in eurem neuen Schuljahr sehr wahrscheinlich. Und da ist es sehr wichtig, flexibel zu sein und sich an neue Herausforderungen wieder anpassen zu können und dann wieder so ein bisschen die Ziele, die man hat, nicht aus den Augen zu verlieren, aber sie ein bisschen zu adjustieren auf jeden Fall. Die nächste Kategorie sind Lernmethoden. Und da bin ich ja wirklich Expertin drin. Ich habe auf meinem Kanal hier extrem viele Lernmethoden schon mit euch geteilt und bin auch da immer noch dabei, mehr zu recherchieren, mehr auszuprobieren und wirklich immer die allerbesten Lernmethoden hier auf meinem Kanal zu haben. Deswegen kannst du auf jeden Fall, falls du ein bisschen Inspiration brauchst, dir meine Videos angucken und dann einfach die Methoden für dich ausprobieren, die für dich interessant klingen. Die meisten Lernmethoden von mir sind wissenschaftlich fundiert, also sollten eigentlich zu jeder Person oder zu fast jeder Person passen. Mir ist auch sehr geholfen, Methoden erstmal für eine Woche oder für einen Test, für eine Klausurenphase auszuprobieren und dann zu gucken, wie gut sie für mich funktioniert. Also das wäre auch ein neues Ziel, dir gute Lernmethoden anzueignen und sie auszuprobieren. Der nächste Tipp von mir für euch im Bereich Ziele ist auch, seine Erfolge zu feiern und Motivation daraus zu schöpfen. Bei mir war es ganz oft so, dass ich mir Ziele gesetzt habe, sie auch erreicht habe und dann vielleicht für einen halben Tag glücklich war und es dann wieder vergessen habe. Aber ich glaube schon, dass man auch die Ziele nutzen kann, um sich eben weiter zu motivieren. Also gerade, wenn man wieder in einem Loch drinsteckt und ich weiß, wie es weitergehen soll und demotiviert ist und denkt, man kann sein Ziel nicht erreichen, sich dann an vergangene Erfolge zu erinnern, hat mir immer sehr geholfen. Man kann da zum Beispiel so ein Glas machen, wo man immer seine Erfolge raufschreibt auf Zettel und das da reinmacht, oder man kann sich ein Buch irgendwie designen, man kann es in den Notizen sich aufschreiben oder einfach das im Kopf nochmal Revue passieren lassen. Die nächste Kategorie ist die Kategorie Gesundheit. Zum Beispiel bin ich immer im Sommer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und ich hatte einen relativ langen Schulweg. Also nicht so, als ob ich jetzt nur 5 Minuten gefahren wäre. Es war schon eine lange Zeit hin und zurück und so. Aber ihr könnt ja auch zum Beispiel Dinge wie eine ausgewogene Ernährung oder sowas mit einbeziehen und das vor allem auch auf die Schule beziehen, weil man ist einen sehr, sehr großen Teil seines Lebens in der Schule. Und zum Beispiel kleine Bewegungspausen in den Pausen ist eine Sache, die gut ist. Wie gesagt, Ernährung oder so, Sportunterricht und so weiter, da ein bisschen darauf achten. Man kann es aber auch auf die mentale Gesundheit beziehen und da einfach auf das Stressmanagement gucken, inwiefern man zum Beispiel Entspannungspausen einlegen kann oder indem man gute Ausgleichshobbys hat, sowas in die Richtung. Falls euch die Tipps hier ein wenig geholfen haben, euch was gebracht haben oder ihr sie interessant fandet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ihr könnt auch mega, mega gerne einen Daumen nach oben geben und auf TikTok oder Insta vorbeigucken für mehr Daily Content. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!